Grüß Gott und herzlich willkommen bei Glorseminar Montagsgedanken. Meine Meinung zu Montag ist ein toller Tag, oder findest du nicht? Wer macht den Tag denn so, wie er ist? Oder trägst du gar nichts zu deinem Schicksal bei? Wer ist verantwortlich für deine Stimmung? Und wenn du nicht weißt, wie, was, wo, wann, wo kann man denn solche Dinge lernen? Montag ist ja so ein bestimmter Tag, ne? Viele Leute hassen den Montag, viele Leute finden Montag scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ich finde eigentlich jeden Tag, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Sonntag, egal, gut. Weil jeder Tag ist ein guter Tag, wenn man das tun darf, kann, möchte, will, woran man Freude hat. Also selber für sich gucken, dass man was tut, woran man Freude hat. Und wo man am Montag auch gerne hingeht und nicht nur wartet am Montag schon, bis es zufälligerweise endlich wieder einmal Freitag oder Samstag wird. Nun, was wäre denn so die Lösung? Welche Möglichkeiten haben wir? Ich würde dir empfehlen, eine Möglichkeit ist, ein Seminar zu besuchen. Sei das ein Yoga-Lach-Seminar oder ein Lach-Seminar an und für sich. Ein Seminar, wo du lernen kannst, wie man solche Tage, nicht nur den Montag, sondern vielleicht auch den stressigen Sonntag, weil man sich ja da auch meistens erholen will und dann schon wieder stattdessen, dass man sich erholt, schon wieder an den Montag denkt. Auch das kann man in einem Seminar lernen. Oder du gehst natürlich eine langjährige Ausbildung, die sicher sehr viel Geld kostet und dir unheimlich viele Diplome, Urkunden und Zertifikate einbringt, nur damit du den Montag ertragen kannst. Okay, kannst auch einfacher haben, frag den Kollegen, der immer Montag gut gelaunt ist. Irgendeinen gibt es meistens in einem Betrieb. Frag den doch mal, vielleicht kannst du dasselbe praktizieren. Oder noch viel einfacher, du entscheidest dich einfach, fröhlich zu sein. Egal, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Und damit es dir noch ein bisschen einfacher geht, finde einen Grund zu lächeln. Und wenn es nur so ein kleines, verschmitztes Lächeln ist, nicht so ein breites, großmauliges Lächeln, sondern wirklich nur ein kleines Lächeln, weil das steckt an. Und plötzlich findest du einen Grund zum Lachen. Und du wirst sehen, Montag verliert seinen Grauen, seinen Schrecken. Und Montag ist wirklich ein toller Tag. Okay, das war's. Ich bedanke mich sehr für deine Aufmerksamkeit bei Glorseminar und schalt das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, meine Meinung zu was auch immer. Lass dich überraschen, was das nächste Mal ist. Okay, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.